Wir machen Standsbiegeteile, verschiedene technische Federn. Also Spaß ist für mich, dass man gemeinsam Probleme angeht, um Lösungen zu erarbeiten. Spaß macht es, wenn wir was Kreatives auf die Beine stellen, was lange Bestand hat. Und das haben wir hier am laufenden Band in den verschiedensten Bereichen unserer Produktion im Büro. Und wir haben eine sehr informative, offene Struktur. Das Wichtigste an der Firma Fellheuer ist eigentlich ihre Belegschaft. Und ich rede hier jetzt von jedem Mitglied. Ja, wir sind ein starkes Team, im Grundsatz gute Laune. Mir ist wichtig, dass die Mitarbeiter interessiert sind und willens sind, zu lernen und sich zu entwickeln. Das ist für mich die beste Voraussetzung, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Das wird hier nie langweilig. Das Arbeiten ist sehr abwechslungsreich. Es kommen immer neue Sachen hinzu. Wir kriegen Urlaubsgeld, wir kriegen Weihnachtsgeld. Das ist natürlich auf jeden Fall ein schöner Bonus. Es ist uns wichtig, dass die Mitarbeiter, die sich hier vorstellen, die hier mitarbeiten möchten im Team, dass diese Mitarbeiter engagiert sind, dass sie offen sind, Neues zu lernen, dass sie von Erfahrungen partizipieren, die wir gemacht haben, um dann mit kreativen Ergänzungen uns mit voranbringen können. Also, ich habe um 3:15 Feierabend. Ich muss schon sagen, das ist schon hier nicht mehr eigentlich unter Kollegen, das ist schon hier leicht eher so eine große Familie vom Arbeitsklima her. Hier so. Wenn man Hilfe braucht, man bekommt die. Bei mir, ich habe schon gemerkt, wenn ich mal eine Frage habe oder dann das trotzdem vergessen, ich kann 2-mal, 3-mal, 4-mal fragen, mir wird trotzdem geholfen. Die Firma Fellheuer arbeitet in einem internationalen Konzern. Wir stehen in regelmäßigen Austausch mit unseren Schwesterfirmen an über 30 Standorten weltweit. Also für mich, ehrlich gesagt, der größte Vorteil ist ja der Zusammenhalt, der hier herrscht. Es ist halt so, man ist doch einen sehr großen Teil seines Lebens in der Firma, im Büro oder überhaupt im Job. Und ich finde, da muss man sich wohlfühlen. Also Mathematik ist wichtig, technische Mathematik, um auch Federn berechnen oder Federkräfte berechnen zu können. Räumliches Vorstellvermögen wäre gut und halt handwerkliches Geschick. Viele Leute denken ja, wenn man so im Büro arbeitet, das ist total eintönig und irgendwann ganz langweilig. Und das ist halt hier überhaupt nicht. Also es ist schon ein relativ schnelllebiges Geschäft und du hast gerade in einem Moment hast du alles fertig und im nächsten Moment ruft ein Kunde an und sagt, ich brauche Teile oder irgendwas im Betrieb geht kaputt und dann geht die totale Action hier los und man muss gucken, wie rette ich jetzt die Situation und wie mache ich die Kunden glücklich halt. Es wäre schon cool, wenn du dich für Stahl interessieren würdest. Wir haben durchaus die Möglichkeit, in dem internationalen Austausch auch Schwesterunternehmen zu besuchen, um Projekte gemeinsam nach vorne zu bringen. Jahrelange TÜV-Zertifizierung, ne, merkt man. Wir haben eine solide Partnerschaft mit unseren Kunden. Wir haben eine langfristige Planung fürs Unternehmen und wir sind gestützt durch internationale Verbundenheit zu unseren Schwesterunternehmen. Also, wenn du um 3:15 Feierabend haben möchtest, dann solltest du dich sofort für uns und unser Team bewerben. Ja, wir haben natürlich eine Kernarbeitszeit, um die Arbeit hier zu organisieren, aber Mitarbeiter haben die Möglichkeit, im Anfangszeit und Endzeit frei zu wählen. Und ich weiß, das ist eigentlich meine Zukunft sicher. Ich brauche keine Angst haben, weil ich keinen Job hier habe oder so in den nächsten 2 Jahren.